Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videoclip vom Simmosack. Heute, unschwer zu erkennen, geht es wieder um die Eisenbahn. Und zwar geht es heute in diesem dritten Teil, in dem dritten Teil der Serie Einstieg in Susi, um eine kleine erste Signalkunde. Und dazu sind wir hier auf der Susi-Strecke von Schwerte, Oberrothalbahn, wie ihr das links sehr schön sehen könnt, Richtung, ich glaube, wir fahren nach Ulzberg, glaube ich. Und wir fahren wieder mit dem Autopiloten. So, erstes Signalbild, was wir hier sehen, müssen wir gleich zerlegen, denn wir fahren hier offensichtlich auf ein rotes Signal zu. Warum, wieso, weshalb, das schauen wir uns in der Signalkunde an. Also, Signale. Fangen wir erstmal grundsätzlich an, welche Form von Signalen es gibt. Es gibt also sogenannte Flügelsignale, die wir gerade gesehen haben. Die kennt jeder, das mal eingeblendet, und es gibt Lichtsignale. Lichtsignale kann man durchaus vergleichen mit den Ampelanlagen im Straßenverkehr. Aber die Signale kann man nicht einfach so betrachten wie Ampeln im Straßenverkehr, sondern unsere Signale haben auch sogenannte Vorsignale. Warum gibt es Vor- und warum gibt es Hauptsignale? Das ist heute ein Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Und ein solches erstes Vorsignal sehen wir aktuell gerade hier. Dieses Signal, was wir gerade passieren mit den beiden grünen Leuchten, bedeutet, es folgt im Abstand des Bremsweges eines Zuges, gewöhnlicherweise 1000 Meter vor dem Hauptsignal, ein Hauptsignal, das Fahrt anzeigt. Und was wir noch gesehen haben aus diesem Signal, diesem Vorsignal, es gibt keinerlei Beschränkungen der Geschwindigkeit nach unten. Nur nach oben ist die Geschwindigkeit reglementiert auf eine Höchstgeschwindigkeit, die im Fahrplan steht. Also, wir halten fest, in unserem ersten Teil der Signalkunde, wir haben Formsignale oder Flügelsignale und Lichtsignale. Wir haben Hauptsignale. Hier sehen wir gleich schon ein Vorsignal mit zwei gelben Lampen unter dem Hauptsignal, das in diesem Fall ankündigen würde, dass ein Signal Halt zu erwarten ist. Und genau diese Problematik wollen wir uns gleich einmal mit ein paar Signalen in der Grafik verdeutlichen und uns mit diesem Thema Vor- und Hauptsignal etwas intensiver, wenn auch ein bisschen theoretischer, zu beschäftigen. Nun stellen wir uns vor, ein Lokomotivführer ist auf einer Strecke unterwegs und hat, sagen wir mal, locker 100 Stundenkilometer drauf. Und nehmen wir weiter an, er sieht dann ein solches Signal und hat immer noch 100 Stundenkilometer drauf. Da hätte er keine Chance anzuhalten. Also, wir sehen, dass Signale eine Menge mehr leisten müssen, außer Fahrt und Halt zeigen. Aber erst einmal zum Grundsätzlichen, das kann man sich ruhig merken, dieses Signal, was hier gerade Halt zeigt, ist ein kurz HP-Signal, Hauptsignal. Und so kann man es formulieren, Hauptsignale sind entweder Formsignale und zeigen ein oder zwei Flügel als Tageszeichen und ebenso viele Lichter als Nachtzeichen. Ist ja klar, wenn man bei Finsterheit mit einer alten Diesellokomotive, deren drei Lampen da vorne nicht die Strecke ausleuchten sollen, sondern einfach nur dafür dienen, dass andere die Lokomotive sehen können, auf ein solches Signal zufährt, wird er die Flügelstellung nicht erkennen können. Also sind an diesen Formsignalen auch noch Lichtsignale angebracht. Ja, das ist dann das Nachtzeichen an einem solchen Formsignal. Die Signale befinden sich in der Regel rechts neben oder über dem Gleis, zu dem sie gehören. Auch das ist wichtig. Ihr müsst euch erst einmal darauf konzentrieren, dass die Signale, die für euch gültig sind, rechts vom Gleis stehen. Also gesehen haben wir jetzt gerade das Hauptsignal 1 in Stellung Halt und wir sehen das Hauptsignal 1 in Stellung Fahrt. Total easy, oder? So, nochmal zurück zur Situation. Ihr rauscht also mit eurem schönen Zug einer alten Diesellokomotive, vielleicht auch schon bei Dunkelheit und Nacht, mit 100 Stundenkilometer über eure Strecke und ihr trefft auf dieses Signal. Und das ist jetzt ganz, 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 ganz wichtig. Für mich eigentlich hier eigentlich auch etwas, was ihr dann aktiv der Lokomotive dann auch irgendwann mal sagen müsst. Dazu kommen wir später. Dieses Signal heißt Halt erwarten. Ein sogenanntes
Vorsignal. Das Lehrbuch sagt, Vorsignale kündigen an, welches Signalbild das folgende Hauptsignal zeigt. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn jetzt müsst ihr reagieren. Wenn ihr jetzt noch nicht reagiert und etwas auf dem Führerstand tut, dann kommt es zu einer sogenannten Schnellbremsung. Ganz wichtig an diesem Punkt bereits merken. Wenn das Signal in einem Abstand von 1000 Metern Fahrt zeigt, bekommt ihr dieses Signal zu sehen. Das heißt einfach Fahrt erwarten. Eine Reaktion seitens des Triebfahrzeugführers darauf ist eigentlich nicht nötig. Die Blechtafel, die gelbe Blechtafel klappt also einfach um, sodass ihr sie gar nicht mehr eigentlich erkennen könnt. Aber dafür gibt es ja an beiden Signalen auch noch die Lichtsignale, also die zusätzlichen beleuchteten Signale. Einmal das Signalbild der beiden orangen Lampen. Eins links unten, eins rechts oben und einmal gleiche Anordnung grün für Fahrt erwarten. Soweit zu den Formsignalen, die für uns einen Voranzeiger zeigen, die Vorsignale, die den Zustand kennen, Halt erwarten und Fahrt erwarten und die Hauptsignale mit den Informationen Halt und Fahrt. So, zu Anfang habe ich gesagt, das Ganze gibt es ja nicht nur als Flügelsignal, also Formsignal, sondern auch als reines Lichtsignal. Je moderner die Strecke ist, desto ausschließlicher wird er wahrscheinlich auf diese Lichtsignale stoßen. Und da geht es hier jetzt aktuell los mit dem Signal HP im Signalbild 0, Zug Halt, dicht gefolgt von dem gleichen Signal HP 1 in Fahrt, aber als Lichtsignal. Eigentlich völlig einfach, wie eine Ampelanlage. Bleiben noch die dazugehörigen Vorsignale, und zwar hier das Signal VR in der Fahrtstellung. Signalbild nennt sich VR 1, dicht gefolgt von dem Signalbild Halt erwarten, VR 0. Beides in der Ausführung der Lichtsignale. Damit haben wir jetzt eigentlich die wichtigsten Anfängersignale kurz erläutert. Natürlich reicht das zum Fahren noch nicht aus und trotzdem werfen wir jetzt schon einen Blick in die Praxis und gucken uns mal ein Streckenbild an, irgendwo auf der Marschbahn vermute ich mal, ob wir sowas schon nachvollziehen können. Bis gleich. So, ein Beispiel aus der Praxis, hier ganz konkret wieder auf der Marschbahn. Und zwar mit dem Zug EC178. Wir sind geführt von zweimal Baureihe 218 und befinden uns fiktiv auf dem Weg nach Dresden. Ja, wir haben bereits ein Abfahrtsignal, das soll jetzt nicht unser Problem sein. Wir haben hier den Buchfahrplan und uns geht es zunächst einmal um das Signalbild. Ihr seht ein Formsignal mit zwei Flügeln und da kommen wir nach diesem kurzen Praxis Punkt nochmal zu, warum zwei Flügel, hier geht es um bestimmte Geschwindigkeiten, aber zunächst einmal werden wir jetzt hier unsere beiden 218er in Bewegung setzen und unseren Zug aus dem Bahnhof Niebel schleppen Richtung Westerland Sylt und schauen, dass wir ein paar Signale wiedererkennen, die wir gerade im theoretischen Teil kennengelernt haben. Formsignal links für den Kollegen auf dem linken Gleis steht auf Halt, unseres stand auf Fahrt. Zwei Flügel, erklären wir gleich, heißt zunächst einmal Langsamfahrt. Und die Reaktion des Triebfahrzeugführers auf die Signale, das machen wir dann im nächsten Teil von unserem Einstiegsvideo. Jetzt erstmal geht es darum, Signalbilder wiederzuerkennen und gleich nochmal kurz nach dem Praxistest auch zu besprechen. So, wir verlassen also den Bahnhof Niebel und dürfen ab Kilometer 198,9 auf 80 Stundenkilometer beschleunigen. Und das wäre jetzt also eins hier der Fall. Drehen wir den Hahn mal voll auf der beiden Maschinen und lassen die Maybach-Motoren, wenn es Maybach-Motoren sind, kann auch MTU gewesen sein, müsste man jetzt nochmal recherchieren, wie genau die Maschinen ausgerüstet waren. Aber uns geht es ja um die Signale. Hier ist allerdings ein Formsignal. Das sehen wir von der Rückseite. Es steht ja links vom Gleis für uns. Hat also für uns erst einmal überhaupt keine Bewandtnis. Wir fahren auf dieser eingleisigen Strecke und wollen uns zunächst einmal nur darum kümmern, welche Signale uns schon hier begegnen und die uns aus dem ersten kleinen Einführungsteil bekannt sind.
Beschleunigung auf 80. Ich glaube, ich soll die Maschine nicht so lange quälen in die Fahrstufen. 80 sind auch gleich schon erreicht. Es wird allmählich dämmerig auf der Strecke. Das wäre für die Formsignale, die auch zusätzlich mit Lichtzeichen beleuchtet sind, ganz interessant. Links sehen wir wieder ein Signal von Nordseite. Ihr könnt schon erkennen, das ist ein Vorsignal. Da steht hier logischerweise auf Halt erwarten. Und dann warten wir einfach ab auf der Strecke, wann uns das erste Signal begegnet. Möglicherweise müssen wir auch hier einen kleinen Schnitt bis zum nächsten Signal machen, um unsere Signalkunde nicht zu lang werden zu lassen. Was gibt es dazu sagen? Noch mit F7 können wir den Buchfahrplan ausblenden, mit F5 die komplette Streckensicht, mit F11 schalten wir auf eine Außenansicht, das hatten wir auch schon. Eigentlich ja alles, was auch andere Simulatoren haben, nur hier wesentlich ernsthafter betrieben, wie ich finde. Ja, wunderschön, die beiden 218 bei der Arbeit zuzuschauen. Uns geht es aber in erster Linie um die Signale. Ja, unser nächstes Signal, das Einfahrtssignal, was wir sehen werden, von Lenz Hallig. Das wird auch der nächste Bahnhof sein. Das sollte unser Signal sein für unser erstes Signalbild. Sind wir? Nein, 199,4. Oh, wir dürfen sogar hier schon 100 fahren. Nicht aufgepasst, am Wagenlass nicht gehupt. Uns geht es um die Signalbilder. Und das auch mal bei ein bisschen Dämmerungsphase. Denn dann erkennt man sehr schön auch den Sinn und Zweck der zusätzlichen Beleuchtung. Da war das Vorsignal. Das Vorsignal steht auf Fahrt. Die Tafel war also nach hinten geklappt. Und in der Ferne erkennen wir schon das dazugehörige Hauptsignal. Ich schalte mal auf die F5-Ansicht um. Sehr schön zu erkennen. Fahrtsignal, ganz einfache Situation. Für uns eigentlich nicht viel zu tun. Jetzt sehen wir auch schön die grüne Scheibe. Wir dürfen also hier fahren. Und da sehen wir den Kollegen von dem Gegenzug, der auf dem Ausweichgleis steht. Wir bewegen uns rückwärts auf die Signale zu. Nicht irritieren lassen. Ein weiteres Signal sehen wir hier, das wir noch zu erklären haben. Heißt erst einmal im Groben nur Achtung. Und wir sehen das nächste Signal auf Fahrt, ein Formsignal. Wir dürfen also, das wäre auch nicht anders möglich gewesen, hier natürlich fahren. Wieder ein Achtungssignal. Was das zu bedeuten hat, kommen wir später zu. Und damit haben wir eigentlich erstmal für unseren ersten Teil der Signalkunde etwas, was wir in der kurzen Nachbesprechung uns anschauen werden. Und dann kommen wir nochmal zum Schluss zu dem doppelflügigen Signal, was es damit auf sich hat. Das Formsignal mit zwei Flügeln zeigt uns in seiner Stellung, die wir jetzt hier gerade sehen, dass wir hier an diesem Signal mit einer Langsamfahrt nur vorbeifahren dürfen. Das sind in der Regel 40 Stundenkilometer. Das kann aber auch durch ein Vorsignal anders bestimmt sein. Und genau dieses Vorsignal sehen wir hier. Dieses Vorsignal zeigt uns also an, dass das folgende Hauptsignal in Bremswegabstand regulär 1000 Meter diese Langsamfahrt anzeigt. Und hier knüpfen wir gleich an den nächsten Teil an, denn hier an einem solchen Signal, an einem solchen Vorsignal, gibt es für den Triebfahrzeugführer etwas zu tun, nämlich den Hinweis der Maschine geben, jo, das Signal habe ich gesehen, ich weiß, in 1000 Meter muss ich langsam sein. Hier beginnt ein Überprüfungsprogramm auf der Lokomotive und das wird Teil unseres
nächsten kleinen Teils sein der Signalkunde. Ich sage bis hierhin erst einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt dem Simmo-Sack ein Abo, haut ihm die Glocke rein, lasst ihm ein Like da, dann kann es weitergehen auf dem Kanal vom Simmo-Sack. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Simmo-Sack.